Hallo zusammen, hier ist Noah und ich bin der Lou. Wir sind VBS im zweiten Lehrjahr und arbeiten mit Menschen mit Beeinträchtigung im Wohnheim Thilia. Wir zeigen euch heute unseren Alltag. Im Wohnheim Thilia betreuen wir erwachsene Menschen mit geistiger und psychischer Beeinträchtigung auf verschiedensten Wohngruppen. Auf jeder Wohngruppe gibt es einen Auszubildenden und der wird jeweils von einem Berufsbildner begleitet. Als VBS muss man sehr belastbar sein, teamfähig und man braucht sehr viel Geduld. Wir sind ein Betrieb vom Kantonalen Sozialamt Zürich. Der Beruf einer VBS ist sehr vielseitig. Neben der Alltagsbetreuung, der Pflege und den Beschäftigungen richten wir auch Medikamente richten und die abgeben. Wir spielen auch viel spielen und Freizeitbeschäftigung mit den Bewohnern durchführen. Im Thilia fühle ich mich sehr wohl. Man wird hier sehr gut behandelt als Lernende und ich kann mich hier komplett ausleben. In den 3 Jahren Ausbildungszeit sammelt man sehr viele Erfahrungen und hat die Möglichkeit, viele Schulungen zu besuchen. Es besteht sogar die Möglichkeit, nach der Ausbildung die Ausbildung zum Sozialpädagoge zu machen. Im Team wird man wertgeschätzt, man wird ernst genommen, seine Meinung wird berücksichtigt und die Zusammenarbeit im Team macht sehr viel Spass. Was mir besonders an der Ausbildung gefällt, ist die Beziehungsarbeit mit den Bewohnern zusammen. Kein Tag ist wie der andere und von den Bewohnern kommt auch gewisse Wertschätzung zurück. Und, hat es euch gefallen? Dann bewerbt euch doch jetzt noch im Wohnheim Thilia. Wir freuen uns auf euch.